werden Schlittbahnen fertig gemacht und alles wird vorbereitet, dass das Volk rausgehen kann und draußen spielen. Nun könnt ihr euch vorstellen, womit spielt man eigentlich? Womit kann man alles rutschen oder spielen? Womit spielt man? Sagt ihr mal, sagt ihr. Mit Schneekugeln. Und wenn, womit, auf was kann man alles rutschen von Schnee? Jetzt sind wir bei dem dritten Tag angekommen.